Wie kann künstliche Intelligenz politisch gefördert und gleichzeitig der Schutz der Bürgerrechte gewahrt werden? Die Europäische Kommission präsentierte jetzt erstmals einen Vorschlag, wie der Sektor reguliert werden kann. Dazu gehört das Verbot von Systemen biometrischer Identifizierung im öffentlichen Raum. Für Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager birgt die Technologie Risiken. Deshalb will sie vor allem das Vertrauen der Bevölkerung in künstliche Intelligenz stärken. Der vorgeschlagene Gesetzesrahmen schaue nicht so sehr nach technologischen Aspekten, sondern nach dem, wofür und wie künstliche Intelligenz genutzt werde, so Vestager. Dieser Ansatz basiere auf der simplen Logik: je höher das Risiko für den Alltag, desto strikter die Regeln. Die Kommission will 4 Risikokategorien einführen. Minimal, hier sind vor allem Spamfilter gemeint. Begrenzt, hierein fallen Chatbots. Hoch, verlangt werden hier eine menschliche Kontrolle und eine hohe Datenqualität. Und inakzeptabel, hier werden Systeme schlicht verboten. Doch Ausnahmen bei der biometrischen Identifizierung könnten erlaubt werden, wenn es unumgänglich ist, etwa bei der Suche eines vermissten Kindes oder der Abwehr eines bevorstehenden Terroranschlags. Es kommt also entscheidend auf den Kontext und den Zweck der Anwendung von künstlicher Intelligenz an. Im Falle von Gesichtskennung könne es positive Anwendungen geben, etwa beim Öffnen eines Mobiltelefons, sagt Thomas Bouet vom Verband der Softwareindustrie. Er tue dies 100 Mal am Tag und es sei risikoloser als die Identifizierung von Personen im öffentlichen Raum. Bis der Vorschlag der EU-Kommission gesetzt wird, könnten indes Jahre vergehen. Brüssel sieht sich aber als globaler Vorreiter.